Herzlich willkommen bei Nähe TV. Der Familienaufsteller Robert Gärtner und ich befassen uns heute mit dem Thema Burnout. Als ich mich für dieses Interview vorbereitet habe, ist mir als erstes die Frage gekommen, woran erkenne ich Burnout? Dabei bin ich auf drei verschiedene Ebenen gestoßen, wobei ich mit der ersten anfangen möchte, was für mich die motorische Ebene ist. Diese beinhaltet zum Beispiel vermehrtes Fingernägelkauen zum Beispiel. Man entwickelt vermehrt irgendwelche Ticks, die man vorher vielleicht auch hatte, aber nicht so ausgeprägt. Und man ist öfters krank und hat vielleicht auch sehr häufig Verspannung im Nackenbereich. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wer sollte jetzt handeln? Danke, Florian, dass ich wieder dabei sein darf. Die Frage ist, wer sollte handeln? In diesem Stadium ist Handeln ziemlich schwierig. Der Mensch ist uneinsichtig, weil er meint, er hätte noch nichts. Nervös sein kann man mal, so ein bisschen kratzen ist auch normal. Er wird noch nicht zu sich selber stehen. Das ist der Punkt. Aber hier wäre schon mal, wenn man das sieht, schon mal zugrunde gelegt, dass man ein offenes Ohr bieten sollte und sollte als Vorgesetzter oder als Führungskraft oder als Partner sagen, du gucke mal, schau mal in dir, wie geht's dir? Die angebotene Unterstützung über zweite oder dritte Person wird der Betroffene wahrscheinlich primär erstmal ablehnen, weil, wie Robert Gärtner das geschildert hat, erstmal davon er selber ausgeht, dass er vielleicht einfach nur aus anderen Gründen nervös ist und sich selber in diesem Moment gar nicht in dieser Phase des Burnouts befindet. Mit dieser Haltung allerdings steigert er sich in die zweite Phase des Burnouts, das wäre die kognitive Ebene. Diese beinhaltet primär Konzentrationsstörung und verschiedene Projektionen. Also er projiziert zum Beispiel bei der Arbeit, wenn irgendwas nicht läuft, das projiziert er immer auf sich, er ist dann sehr auf sich bezogen. Und dieses verschärft halt diese Systematik des Burnouts in dieser Ebene. Die Frage, die ich hier stellen würde, was können wir tun? Was könnte man jetzt anbieten für Menschen in dieser Situation? In großen Firmen bietet man an, zum Beispiel Ruheräume, dass man sagt, für der ganzen Belegschaft, hier habt ihr mal die Möglichkeit, euch für eine Viertelstunde in eurer Mittagspause aufzuruhen, um den Menschen einen Rückzugraum zu geben, um das er überhaupt reflektieren kann. Ich meine Situation zu dem, was man gerade geschieht. Das heißt also, was wird mir angeboten? Oft ist es, oder es wird so sein, dass er dieses nicht annimmt, weil er in einen Sog reinsteckt, wo er immer weiter und immer mehr machen muss. Es geht aber trotzdem geht es diesem Mitarbeiter oder auch diesem Partner im Auge zu behalten. Selbst als Partner hast du hier eigentlich fast keine Chance, irgendwo Angebote zu machen. Man versucht als Partner dann hinzugehen und sagen, guck mal, wir gehen mal aus, wir besuchen mal Rita oder wir besuchen mal Hermann oder wen auch immer. Und er wird es ganz kurzfristig mal annehmen, aber auf der langen Zeit wird er sich immer tiefer und tiefer in seinen Sumpf des Burnout, in der Besessenheit vergraben, um weiterzumachen. Und durch dieses weitere immer Ablehnen der Unterstützung gerät er irgendwann in diese Ebene, in die dritte Ebene, das wäre die emotionale Ebene. Hierbei igelt er sich immer mehr ein, hat immer mehr Selbstzweifel und hadert eigentlich immer mehr mit sich selber, aber auch mit der Umwelt und mit seinen Mitmenschen. Diese emotionale Ebene beinhaltet halt vehemente Verlustängste, Gefühle des Versagens, Stimmungsschwankungen, Frustration und nicht zum Schluss zu vergessen Misstrauen und paranoide Vorstellungen. Diese paranoide Vorstellungen beinhalten zum Beispiel auf die Arbeit bezogen oder als neue Bewerbung, ich bin nicht mehr gut genug. Die Frage, die ich mir hier bei dieser dritten Ebene stelle, welche Therapiemöglichkeiten habe ich selber als Betroffener? Oftmals ist es so, dass gerade in dieser Phase, wo man eigentlich selber sinnbildlich gesagt am Boden liegt,
wirklich bereit ist, Unterstützung anzunehmen. Wie könnte diese aussehen? Okay, was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Jetzt fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt festgestellt, es geht also auf ganz verschiedenen Ebenen. Dass man sich einfach nur unwohl fühlt, das heißt mit Jucken, Kratzen. Dann geht es weiter auf der kognitiven Ebene, wo wir festgestellt haben, wo derjenige auch noch keine Hilfe annimmt. Dann sind wir auf der geistigen Ebene. Und wir merken jetzt, es ist ein Zusammenbruch entstanden oder steht kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Das heißt, ich muss Hilfe annehmen, es nützt nichts mehr. Es gibt es einmal die medizinische Hilfe. Das heißt, wenn man zu weit vor der Wand gelaufen ist, muss man medizinische Hilfe haben. Das heißt, Medikamente werden da angebracht, um wieder einen Zustand zu erreichen, der arbeitsfähig macht. Diese arbeitsfähige Materie, die wir haben, oder Grundlage, ist dann wichtig, um dass wir arbeiten können. Es gibt es ganz verschiedene Geschichten. Es gibt einmal die Gesprächstherapieform. Es gibt einige mehr. Es gibt diese Skulpturform, in der man Menschen hinstellt und lässt sie so reden, als wären sie irgendwelche Menschen aus unserer Umgebung. Vater, Mutter, Onkel, Tante. Dann gibt es ebenso noch, wo viele Leute sagen, ich gehe mal zum Handaufleger hin, wie jedes Dorf hat so einer, ich lasse mal die Hand auflegen, geht es mir besser. Und dann gibt es auch die Form des Familienstellens. Die Familienstellen wird oft immer wieder verpönt, aber es ist die gleiche psychologische Hilfe, nur eine Etage tiefer. Das heißt auf der Seelenebene. Es gibt die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse wäre die, wo ich mir jetzt, kann man sagen, eine Analyse hole von dem, was ich bis dato gemacht habe. Das heißt aber jetzt nicht, ich habe das gemacht bis dato, ist es aber nicht hilfreich, ist es nur ein Ist-Zustand. Wir müssen also quasi in der tiefen Psychologie eintauchen, um genau die Punkte zu klären, die uns heute dahin geführt haben. Wir haben gesehen zum Beispiel auch, wie Florian vorhin beschrieben hat, es ist oft eine Paranoia. Paranoia ist nicht in dem Sinne, dass ihr sagen wir, schizophren, sondern Paranoia heißt Wahnvorstellung, einer könnte mir meinen Arbeitsplatz streitig machen oder wenn es Partnerschaft geht, es könnte ein Partner, ein Mann vor der, oder eine Frau vor der Tür stehen, der meinen Partnerin oder Partner wegnimmt. Dieses deutet wieder darauf hin, wenn wir tiefer gucken, die Vertretung von dieser Paranoia zum Beispiel, was habe ich in meinem Leben erfahren? Was habe ich in meiner Kindheit erfahren? Bin ich angenommen worden? Zum Beispiel, habe ich ein Problem mit meinem Vater? Habe ich ein Problem mit meiner Mutter? Habe ich ein Problem mit meiner Geschwisterreihe? Habe ich ein Problem in meinem Kindergarten erlebt? Habe ich ein Problem erlebt in der Schule? In meiner Lehre? Wo bin ich nicht klargekommen? Und aus diesen ganzen Dingen, auch was in diese Symptomatik, die wir gerade aufgeführt haben, spiegelt sich ein Bild wieder, wenn wir tiefer hineinschauen, auch wie beim Familienstellen, dass wir erkennen können, aha, daher kommt es. Wir würden es durch fremde Menschen aufstellen und diese fremden Menschen würden genau diese Symptome, das heißt diese Gefühle bekommen, die derjenige wirklich hat. Und wir könnten so wie ein Videofilm zurückgehen in seine eigene Geschichte und könnten dieses damit auflösen und könnten sagen, guck mal, wir nehmen mal an, es wäre ein Problem mit dem Vater. Oft kommt das so vor, oft ist es so, dass das Problem mit dem Vater da ist, nämlich es geht arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dieses Arbeiten beruht sich im Endeffekt darauf, gesehen zu werden. Papa, seh mich. Oder Mama genauso. Wenn wir an früher denken, die Mütter, die haben bis um 12 gearbeitet und standen um 6 Uhr wieder in der Küche. Oft war das so, unseren Vater haben wir nie gesehen. Entweder war er bei der Arbeit oder er war auf dem Land oder war in der Kneipe oder er kam besoffen wieder. Das sind alles so Dinge. Und wir haben alle vergessen und haben gesagt, Gott sei Dank haben wir eine jetzt vernünftige erwachsene Zeit. Aber da stellt sich auf einmal raus, oft fängt dieses an so mit Mitte 30, 40 sowas, dass sich diese Erschöpfung einstellt. Erschöpfen, wir können nicht mehr kämpfen. Das ist eigentlich, was dieses Symptom aussagt. Wir können nicht mehr kämpfen, aber wir müssen, wie so ein Krieger, der letzte Amerikaner, die letzte Schlacht muss gewonnen sein, dann geht es um besser. Und wir kämpfen in dieser Geschichte, jeder Kampf ist der letzte Kampf und jeder Kampf wäre der, der zum Finale führt. Gut. Das Resümee dieses Themas
ist ja im Prinzip, was Robert Gerd gerade sagte, der letzte Kampf. Damit ist ja sinnbildlich gemeint, jetzt habe ich eigentlich im Prinzip als Betroffener keine andere Möglichkeit mehr, ich muss der Sache ins Auge schauen. Ich habe halt über einen bestimmten Zeitraum sämtliche Phasen durchlebt, die motorische Ebene, die kognitive Ebene und die emotionale Ebene. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht, wo ich mir selber auch eingestehen kann und werde, zumindest ganz viele, ich brauche Unterstützung. Die kann ja halt durch Ärzte erfolgen, durch medikamentöse Therapien zum Beispiel, durch eine Reha, durch psychosoziale Gespräche und wie Robert Gerd das sagte, zum Beispiel auch durchs Familienstellen, weil man da einfach ein Stück weit tiefgründiger schauen kann. Das Resümee dieses Themas ist ja im Prinzip, was Robert Gerd gerade sagte, der letzte Kampf. Damit ist ja sinnbildlich gemeint, jetzt habe ich eigentlich im Prinzip als Betroffener keine andere Möglichkeit mehr, ich muss der Sache ins Auge schauen. Ich habe halt über einen bestimmten Zeitraum sämtliche Phasen durchlebt, die motorische Ebene, die kognitive Ebene und die emotionale Ebene. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht, wo ich mir selber auch eingestehen kann und werde, zumindest ganz viele, ich brauche Unterstützung. Die kann ja halt durch Ärzte erfolgen, durch medikamentöse Therapien zum Beispiel, durch eine Reha, durch psychosoziale Gespräche und wie Robert Gerd das sagte, zum Beispiel auch durchs Familienstellen, weil man da einfach ein Stück weit tiefgründiger schauen kann.